Von nicht gerade kleinem Selbstbewusstsein zeugten viele seiner Selbsteinschätzungen und Auftritte. Doch im Gegensatz zu manch anderen, die nur den Mund voll nahmen, hat er tatsächlich Großes vollbracht. Als Mensch und als Boxer. Um Muhammad Ali kämpfen zu sehen, ist die halbe Welt sogar nachts aufgestanden. Jetzt gibt es wieder eine lange Nacht. Am Montag wäre Ali 80 Jahre alt geworden. Und in dieser Nacht zu diesem Ehrentag würde ich das erste mit fast 5 Stunden Dokumentationen den wohl größten Boxer aller Zeiten. Thomas Denzel. Schlagfertig ist er. Und das nicht nur mit den Fäusten. Alis Kampf mit dem Gegner beginnt lange, bevor er in den Ring steigt. Er ist der Stier, ich bin der Matador. Er hat Todesangst. Ich bin der König der Welt, ich sehe gut aus, mir kann keiner was. Ich habe die Welt zum Beben gebracht. Können Sie auch mal den Mund halten, fragt ein Reporter. Nein, das ist unmöglich, denn ich bin der Größte und wenn Sie frech werden, hau ich Sie um. Das Großmaul aus Kentucky, wie ihn viele nannten, war in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Zum Boxen kommt er, als ihm als Teenager das Fahrrad gestohlen wird. Man hat ihn gefragt, ob er das Boxen lernen will, erzählt Alis Mutter. Und er sagte ja, denn falls er herausbekommt, wer sein Rad gestohlen hat, dann will er wissen, wie er den vermöbeln kann. Ali, ein Jahrhundertsportler. Unangepasst, selbstbewusst, humorvoll. Die Dokumentationen zeigen diese Facetten des Sportlers, auch seine politischen. Ali verweigert im Vietnamkrieg den Wehrdienst und er wird zu einer Stimme der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Für Aufsehen sorgt er, als er zum Islam übertritt und seinen Namen ändert. Aus Cassius Clay wird nun Muhammad Ali. Cassius Clay war ein Sklavenname und ich bin kein Sklave mehr. In der Oscar-prämierten Dokumentation When We Were Kings steht Alis wohl größter Kampf im Mittelpunkt. Der Rumble in the Jungle gegen George Foreman. 1974 in Afrika, im damaligen Zaire. Schwarze Musiker aus aller Welt reisen an für ein Festival anlässlich des Kampfs. Und Ali darf die Funk-Legende James Brown begrüßen. Das ist die erste Versammlung der amerikanischen Schwarzen in Afrika. Es ist eine Ehre, dabei zu sein. Jetzt kann man das Festival nacherleben. Exklusiv in der ARD-Mediathek auch Aufnahmen, die in Deutschland bisher nicht zu sehen waren. Im Boxring schließlich schlägt Ali den Favoriten Foreman mit einem K.O. Der Karriereknick kommt wenige Jahre später. Wir alle verlieren irgendwann. Unsere Mütter, unsere Väter, unsere Familie, unser Leben oder unsere Gesundheit. Wir müssen lernen, damit umzugehen und weiterzumachen. An solchen Sätzen muss sich Ali am Ende selbst aufrichten. Er erkrankt an Parkinson und stirbt 2016 im Alter von 74 Jahren.